Seit der Atomkatastrophe von Fukushima vor fast 8 Jahren dringen sehr wenige Informationen von dort an die Öffentlichkeit. Die Betreiberfirma gewährt nur selten Journalisten Zugang. Unser Japan-Korrespondent durfte nun auf das Gelände, auf dem die Entsorgungsarbeiten noch Jahrzehnte andauern dürften. Hauptproblem sind die riesigen Mengen an radioaktiv verstrahltem Wasser. Was damit geschehen soll, ist noch völlig unklar. Landstraße Nummer 6 Richtung Fukushima, Daiichi. Siedlungen in unmittelbarer Nähe des havarierten Atomkraftwerks sind nach wie vor Sperrgebiet. Während auf dem AKW-Gelände selbst auch fast 8 Jahre nach dem Super-GAU noch etwa 4.500 Menschen arbeiten, rund um die Uhr. Sie kämpfen gegen geschmolzene Brennstäbe, verstrahltes Wasser, gegen die Zeit. Über den langfristigen Plan zur Stilllegung herrscht Ungewissheit. Der Zeitraum 30 bis 40 Jahre errechnet sich nicht konkret, sondern das ist eine grobe Idee unsererseits, dass es mindestens so lange dauern wird. Die Strahlungswerte sind nach TEPCO-Angaben stabil. Größtes Hindernis: eindringendes Grundwasser. Es wird in den Reaktoren verstrahlt, abgepumpt, gereinigt und dann in Tanks gelagert. Bislang etwa 1 Million Kubikmeter. Doch der Platz wird knapp. Weil es nur noch Tritium enthalten soll, möchte TEPCO das Wasser ins Meer ablassen, was wissenschaftlich vertretbar wäre. Doch die lokalen Fischer wehren sich. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Unterdessen laufen TEPCO und dem japanischen Staat die Kosten davon. Der Gesamtschaden des Unglücks könnte sich nach letzten Prognosen am Ende auf mehr als 500 Milliarden Euro belaufen.